Ich habe meine Meinung über meinen Körper vollkommen revidiert. Ich kann wesentlich mehr jetzt, als ich mir je erträumt hätte. Es fühlt sich sehr entspannend an, es ist erleichternd. Es ist eine der wenigen Sportarten, wo ich kenne, wo man das Gefühl hat, dass man nachher frischer ist als vorher. Es ist so, als ob man die Kraft zurückbekäme, die man die ganze Woche am Schreibtisch verloren hat. Man bewegt sich viel katzenhafter eben, viel, man geht viel aufrechter und weiblicher. Grüß euch die Malen, servus die Buben. 2019 in der Paläakademie gibt es die altbewährten Workshops, aber heuer ein bisschen neuer, nämlich viermal die 4-Stunden-Workshops und viermal die 2-Tage-Workshops. Und für euch extra jede Woche ein Video aus den Sendereien Guten Morgen Österreich, Bewusst gesund und Stöckel live. Ich freue mich natürlich über ein Feedback. Und jetzt zum Thema. In der Physiotherapie wird Ginnastica Natural vor allem eingesetzt, um bestimmte Muskelketten zu stabilisieren. Die Übungen, die beim Fitnesstraining gemacht werden, sehen nur auf den ersten Blick schwierig aus. Am Anfang ist es schwieriger, weil man die Koordination noch nicht so gut beherrscht, weil es über Kopfübungen sind. Aber mit der Zeit und durch das Üben wird es dann immer besser, weil man eben nicht mehr mitdenkt und die Übungen versteht. Um die Wahrheit zu sagen, die erste Stunde ist frustrierend. Nach 3 bis 4 Stunden kann man alles mitmachen. Nicht gut, aber alles mitmachen. Und ab der 6. Stunde hat sich der Körper merklich verändert. Man muss dazu sagen, dass Ginnastica Natural hat die Besonderheit, dass sie Reflexe aktiviert. Es sind keine endlos Wiederholungen, nicht 20 mal links, 20 mal rechts. Es sind viele Bewegungen, wenn nur ein einziges Mal, manchmal 3 oder 4 Mal wiederholt. Und das reicht, denn das Ziel ist es, dass Reflexe aktiviert werden. Von daher hat es jeder gleich leicht oder gleich schwer. Bestimmte Übungen, vor allem die Dehnübungen, kann ich mir vorstellen, dass die Damen dabei es leichter haben. Es gibt andere Übungen, die eher muskulär sind, da haben wir Männervorteile. In der Summe gesehen ist es für beide großartig. Wir machen die Erfahrung, das ist die Beobachtung, dass Frauen sich generell leichter tun als Männer, aus dem Grund, weil sie weniger akademisch sind. Also sie fassen Bewegungen weniger akademisch auf. Es ist nicht so sehr links oben drüber, rechts unten durch, sondern sie lassen sich viel mehr darauf ein. Das ist eine Frage von Körpergefühl und da tun sich Frauen ungleich leichter als Männer, in der Tat. In 3 verschiedenen Wiener Fitnesscentern gibt es Ginnastica Natural bereits im Programm. Dort sieht man auch Prominenz aus Sport und Kultur. Es ist so, dass diese Bewegungskontrolle, die Qualität der Bewegungsausführung ist auch das, worum es bei uns beim Tanzen geht. Das heißt, in der Art und Weise, wie man hier trainiert, nimmt man vieles vorweg von dem, was wir dann auch auf der Bühne brauchen. Das heißt, die Kontrolle, die Plastizität einer Bewegung und die Stabilität bei der Bewegungsausführung ist das, was hier sehr gut trainiert wird und von dem wir auch profitieren können. Ginnastica Natural, glaube ich, ist sehr gut für jeden Fußballer, weil es einerseits kräftigt, was man immer brauchen kann. Und andererseits auch einen geschmeidig hält. Bei vielen Sachen, wo man nur ins Kräftigen geht, wird man vielleicht unbeweglich. Und das kann ja bei diesen Übungen auf keinen Fall passieren. Obwohl manche Übungen kompliziert aussehen, muss man kein durchtrainierter Athlet sein, sondern kann auch als Couch-Potato mit Ginnastica Natural beginnen. Vorsicht ist allerdings bei bestehenden Verletzungen oder akuten Beschwerden geboten. Ja, es ist natürlich schon so, wenn jetzt einer komplett akut in einer Verletzung drinnen ist, der gehört zuerst zum Therapeuten. Ja, das gehört zuerst abgeklärt, da gehört ein Befund gemacht, dass ich sage, okay, das passt oder das passt nicht. Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, der ist jetzt frisch operiert, hurra, rein in die Stunde. Das wäre unprofessionell, das machen wir auch nicht. Also die sagen mal, okay, zuerst Physiotherapie, abchecken, dass aus dem Schmerz heraus ist. Ja. Also es ist keine Physiotherapie. Ja. Es hat einen physiotherapeutischen Anspruch, aber es ist jetzt nicht so, dass es eine Therapie ersetzt. Fazit. Ginnastica Natural macht nicht nur fit, sondern auch Lust auf regelmäßige Bewegung. Ich hoffe, es war was Interessantes dabei für euch und ihr habt dann Spaß gehabt bei dem Video. Die Paläakademie teilt sich auch auf in 3 verschiedene Themen, nämlich die Indoor-Schulungen bei mir am Mexikoplatz 24 wie Weihnachten,
Die Outdoor-Schulungen, also jetzt nicht unbedingt im Freien, aber bei euch daheim oder bei euch in der Firma. Und die 1-zu-1-Schulungen. Das heißt, wenn man wirklich in die Tiefe gehen will und 1-zu-1 eine Nachschulung oder eine Weiterschulung haben will, dann bitte bei mir melden. Und nicht vergessen, alles wird gut und noch viel, viel besser. Ist es das Original in Anti-Trends-Battle?